jetzt brauche ich wieder Ihre kompetente Hilfe. Und zwar, nennen Sie mir doch einfach eine Stadt, einen Ort. Frankfurt, Sydney. Was? Timbuktu? Wie heißt das? Ewiges. Neviges? Hat er sich mit W oder V? Neviges soll es sein. Wir nehmen mal diesen bestechenden Ort, den tragen wir jetzt in die Welt, von dem haben wir noch nie gehört, aber der ist doch schön. Neviges. Kommt ihr da wenigstens her? Neviges. Passiert jetzt alles bei euch. Passt nur auf. Also wir haben einen schönen Ort und ihr wisst ja auch alle, dass Gerhard Schröder ein schönes Buch geschrieben hat, weil ihm so langweilig ist, weil er nur die Gasleitungen hat und das mit dem Buch ist bald auch vorbei. Was wird er wohl als nächstes tun? Film? Ja. Singen. Noch ein Kind adoptieren? Das ist schön. Das ist schön. Deutschland hat Angst. Schröder wird Kandidat bei Popstars. Jetzt braucht natürlich Deutschland Informationen, es braucht Nachrichten. Die kriegt es natürlich mit den XXL News Tätje. Du bist der Nachrichtensprecher. Okay. Ja? Korrespondent vor Ort in Neviges. Das ist nämlich, glaube ich, das erste Casting für Popstars. Natürlich. Und Gerhard Schröder ist vor Ort. Ja. Du wirst also hier der Korrespondent vor Ort. Geh gleich los. Da hast du dein RTL-Mikrofon. Stell dich bitte dahin. TTG an deinen Studioplatz. An deinen Studioplatz. Und Mirja, du bist unsere Gebärdendolmetscherin. Ja? Du übersetzt das Ganze für uns noch Ewiges. In die Gebärdensprache, in diesen schweren Zeiten. Ja, ich würde sagen, Deutschland wartet auf diese atemberaubenden Nachrichten. Ich übergebe ins Studio. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen das Sauerkraut-Catchen für eine wichtige Meldung. In Neviges tragen sich dramatische Szenen zu. Mein Intimfeind Olli Verwelke ist jetzt vor Ort. Oliver, vor der Stadthalle in Neviges, vielleicht kann man in diesem Zusammenhang auch sagen Nerviges, tragen sich dramatische Szenen zu. Wie ist die Situation vor Ort, Oliver? Ja, hallo, liebe Anne Will in Hamburg. Es ist so, dass sich hier tatsächlich eine riesige Menschenmenge versammelt hat, hier direkt am Ortsausgang von Neviges. Meine Damen und Herren. Weil in wenigen Minuten The Artist, formerly known as Bundeskanzler, Gerd Schröder hier eintreffen wird, um beim Popstars-Casting mitzumachen. Die ersten Fans, blutjunge Fans, sind hier versammelt und es ist ein einziges Gekreische. Viele haben sich schon die Kleider vom Leib gerissen, haben sich, Gerd, ich will ein Kind von dir auf den Arsch tätowiert. Es ist unglaublich viel los und ich denke mal, der ehemalige Kanzler wird jeden Moment hier eintreffen. Oliver, haben die dortigen Sicherheitskräfte die Situation vor Ort unter Kontrolle oder wurden bereits Truppen der Bundeswehr angefordert? Nein. Kann ich die Frage nochmal haben? Sind die Sicherheitskräfte vor Ort der Situation gewachsen oder wurde die Bundeswehr bereits angefordert? Ja, das haben Sie ja schon mal gefragt. Also, es ist in der Tat so, Frau Will, dass die Sicherheitskräfte die Lage absolut im Griff haben. Es gab gestern ja einen kleinen Vorfall, als der Bundeskanzler eine Autogrammstunde gegeben hat in Hodenhagen auf seinem Weg nach Darmstadt. Und da gab es ein paar Vorfälle, aber die Sicherheitskräfte haben alles im Griff. Herr Welke. Entschuldigung, ich habe hier die ganze Zeit so ein Klatschgeräusch auf dem Ohr. Hatten Sie noch was gefragt? Ja, Herr Welke, gibt es bereits ein Statement von der katholischen Kirche? Die katholische Kirche ist menschlich enttäuscht. Sie hatte gehofft, dass Gerd Schröder sein Versprechen wahr macht.
und ab jetzt einen seriösen Beruf anstrebt. Es ist weiter von die Rede, dass er ein neues Gerd-Haarstock-Studio eröffnen möchte oder mit seiner Frau Doris ein Gestüt eröffnen. Ja. Aber dass er jetzt in die Popmusik geht, ist für viele eine große Überraschung und alle sind gespannt, wie wird der Bandname heißen, den sich Gerd Schröder zulegt, ja, wenn das ganze Kabinett mitmacht, vielleicht Gerd und die Versager. Wir müssen es einfach abwarten, meine Damen und Herren. Oliver, es gibt Gerüchte, dass der amerikanische Präsident einen Ortstermin wahrnehmen möchte. Ja. Ist George W. Bush bereits in Nefiges gewesen? George W. Bush hat in einer Pressekonferenz verlauten lassen, dass er, wenn Gerd Schröder wirklich ins Musikgeschäft einsteigen sollte, das als einen feindlichen Akt auffassen würde und er dann... Ich sehe gerade, dass in diesem Moment die Bundeskanzlerlimousine vorfährt. Der Kanzler steigt jetzt aus und begrüßt zuerst natürlich die Kollegen von Tokyo Hotel. Und jetzt holt er sich gerade ein Autogramm von Bill. Das ist wirklich eine sehr schöne Geste vom Kanzler. Jetzt betritt er das Gebäude und wir sind natürlich sehr gespannt, weil sein Auftritt müsste jeden Moment losgehen. Anne. Ja, die letzte Frage jetzt. Wie gefällt Ihnen meine neue Frisur? Super, Anne. Wir kommen gleich wieder mit neuen Inspirationen für unsere vier Comedians und Sie holen sich vielleicht in der Zwischenzeit Inspiration für Ihre Weihnachtseinkäufe.